die begrenzte Wahrnehmung des Menschen, wie wir Manipulationen ausgesetzt sein können. Folgerichtig können wir somit auch manipulativen Suggestionen ausgesetzt sein, indem bei einer hohen Bildfrequenz beispielsweise einer der Bilder ersetzt wird. Es gibt gerade Dinge, die du nicht hören kannst, so, aber die sind trotzdem da. Und es gibt Dinge, die du nicht sehen kannst, aber die sind trotzdem da. Mach dir das mal bewusst, so wirklich bewusst. Ich glaube, den meisten Menschen ist es gar nicht richtig bewusst, Alter. Interessant sind hierbei auch folgende Patente. Gedankenübertragung, unterschwellige akustische Manipulation. Ach du Scheiße. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Die begrenzte Wahrnehmung des Menschen, wie wir Manipulationen ausgesetzt sein können. Von 9 Minuten wechselt die Perspektive. Ich mag den Kanal, ich mag das Thema und deswegen gehen wir da jetzt rein. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal und ich würde sagen, der Peter geht los, Digi. Und los. Glaubst du nur, was du sehen kannst? Wie ist es mit der Liebe? Love Gang, wir sind drin. Kannst du die Liebe sehen? Niemand hat die Liebe je gesehen, dennoch existiert sie. Sie findet über einen materiellen Gegenstand in Form eines Geschenks, einer Rose oder einer Handlung oder der Sprache. Oder einfach der Augen, Bro. Guck mal einem Baby in die Augen oder einem kleinen Kind, was noch gering programmiert ist. Du wirst Liebe sehen. Is there. Lediglich eine Ausdrucksform. Und diese Ausdrucksform spiegelt aber auch nur oberflächlich die tiefe innere Gefühlswelt des Menschen wider. Der Begriff Emotion bedeutet nichts anderes als Energy in Motion. Emotion, Energy in Motion. Ah, stimmt, Digga. Wusste ich gar nicht, ja? Haut's, Name? Emotion? Energy in Motion? Was gelernt? Korrekt? In Bewegung. Nikola Tesla sagte einst, wenn du das Universum verstehen willst, denke in den Begriffen Energie, Frequenz und Schwingung. So. Die Materie an sich ist ein Konstrukt basierend auf einer geistig-energetischen Schichtebene. Somit sind die äußeren sichtbaren Tatsachen die Folgen einer unbewussten Wirkungskraft. Es gleicht sozusagen einem Erdbeben an der Oberfläche als Wirkung um die Ursachen entsprechend der Bewegung der Erdplatten. Jedoch werden vielerlei Faktoren, die erst zu dieser Erdplattenbewegung führen, nicht berücksichtigt, da sie nur zu oft für empirische Untersuchungen und Forschungen unzulänglich sind. Nun, wir Menschen können über uns. Das Ding ist auch, wenn man so über Materie nachdenkt, so, es gibt ja zwei Sachen, die ich jetzt gerne sagen würde. Ist einmal, dass Materie, also materielle Dinge entstehen immer erst auch aus Gedanken. Also es ist immer erst Sachen, die du nicht anfassen kannst oder nicht sehen oder fühlen kannst, so. Und das wird dann irgendwann zu Materie, wenn ein Mensch anfängt, das zu denken und dann zu entwickeln und dann auch in die Welt zu bringen, quasi. Weißt du? Das ist das Erste. Und zweitens, wenn du Materie wirklich ganz tief, wenn du dann wieder in die Materie ganz tief reingehst, dann ist es am Ende auch nur eine Schwingung. So. Am Ende ganz tief in Materie drin, alles was materiell ist, besteht mehr aus leerem Raum als aus Materie. Ist es euch eigentlich bewusst? So. Selbst ihr als Mensch seid 90% leerer Raum. Also nee, das ist eigentlich voll paradox, weißt du? Aber Materie ist mehr leerer Raum als Materie. So, das ist voll krass, Digga. Macht euch das mal bewusst. Die ganze Welt besteht aus mehr Raum als aus Materie. So. Sinnesorgane nur ein sehr schmales Frequenzspektrum unserer Umwelt erfassen, welches wir dann als Wirklichkeit oder Realität bezeichnen. Das schmale Frequenzspektrum, das für uns Menschen als Licht sichtbar ist, das ist in etwa 4%, und die der Mensch über seine 120 Millionen Rezeptorzellen der Netzhaut wahrnehmen und das Gehirn weiterverarbeiten kann, liegen im Bereich der Wellenlängen von 380 Nanometern im Ultraviolettbereich bis 780 Nanometern im Infrarotbereich. Wir Menschen nehmen mit unseren Augen in jeder Sekunde mehr als 10 Millionen Informationen auf. In jeder Sekunde, Dicker. Doch wird nur ein Bruchteil davon bewusst wahrgenommen.
Das menschliche Auge kann bis zu 24 Hertz, sprich 24 Bilder pro Sekunde als Bildfolge, und ab 24 Hertz eine Bewegung wahrnehmen. Folgerichtig können wir somit auch manipulativen Suggestionen ausgesetzt sein, indem bei einer hohen Bildfrequenz beispielsweise... Hast du gesehen? Nackte im Fenster. ...der Bilder ersetzt wird. Was ja... akustische Wahrnehmung betrifft, hören wir Menschen im Durchschnitt Frequenzen zwischen 16 und 20.000 Hertz. Damit also etwas für uns hörbar ist, muss der Gegenstand mindestens 16 Mal pro Sekunde hin und her schwingen. Besonders angenehm ist für uns Menschen der Bereich zwischen 500 und 4000 Hertz. Es gibt ja auch Dinge, die Tiere, Hunde zum Beispiel haben krasseres Gehör als wir, ne? Die hören mehr als wir, oder? Also es gibt ja Tiere, die in anderen Frequenzbereichen hören oder auch sehen, andere Bildbereiche sehen, so. Das alleine ist schon krass. Man muss sich einfach bewusst machen, es gibt gerade Dinge, die du nicht hören kannst, so. Aber die sind trotzdem da. Und es gibt Dinge, die du nicht sehen kannst, aber die sind trotzdem da. Mach dir das mal bewusst, so wirklich bewusst. Ich glaube, den meisten Menschen ist es gar nicht richtig bewusst, Alter. Setz dich mal hin und mach dir das wirklich bewusst, dass es so ist. Das ist ja keine Theorie oder Verschwörung oder Mystik oder irgendwas. Es ist einfach so. Da merkst du, dass die Welt ist ein Mysterium, Digga. Du musst ein Mystiker sein wie wir, so. Sonst lebst du verlogen. Sorry, Digga. Aber du lebst nicht wahrhaftig, Bro. In dem Bereich liegen zum Beispiel die Sprache oder auch die Musik, je nach Lautstärke. Unser Gehirn schwingt im gesunden Wachzustand nachweislich im 7,83 Hertz-Bereich und damit in Resonanz zur Frequenz der Erde. Dieser natürliche Resonanzzustand kann selbstverständlich durch E-Smog wie durch Smartphones und WLAN belastet werden. Smart Dust. Unser Körper und seine Zellen schwingen auf dem Grundton 432 Hertz in Resonanz mit dem Universum. Aus diesem Grund haben Töne in genau dieser Frequenz, wie zum Beispiel die Musik von Mozart und Verdi, sowie auch die Solfeggio-Frequenzen, eine heilsame... Solfeggio, Digga, fühle ich. Wale kommunizieren kilometerweit, ohne dass wir es hören können. Die aber schon. Überleg mal, Digga. Wale sind eh krass. Die schreien auch, ne? So. Beruhigende Wirkung auf den Menschen. Es gibt eine Studie, die Folgendes besagt. Wenn man einen gesunden Mann, eine schwangere Frau und ein Kind mit einer Behinderung in ein Becken mit einem Delfin setzt, schwimmt der Delfin zuerst zu dem Kind mit der Behinderung, dann zur schwangeren Frau und dann zum gesunden Mann. Der Grund liegt darin, dass sich Delfine mit ihrem Sonar ihre Umgebung energetisch abtasten. Krass, Digga. Geil. Geil. Sich so unter Wasser orientieren. Ich liebe euch, ja. Durch ihr Sonarsystem, welches auf der Frequenz 432 Hertz schwingt, sind Delfine in der Lage, ungleichmäßige Frequenzen bei Menschen zu erkennen und im Anschluss Energieblockaden zu beheben. Da will mir irgendeiner erzählen, dass es Gott nicht gibt, Digga. Ich küsse doch euer Herz, Bro. Bro. Please. Durch das Aussenden von Ultraschallfrequenzen von etwa 6 Hertz, welches für uns Menschen energetisch spürbar, jedoch für unser Ohr nicht hörbar ist, können Delfine die menschlichen Gehirnwellen in einen Theta-Zustand versetzen. Theta und Alpha-Wellen sind Gehirnwellen, die bei uns Menschen einen heilsamen und meditativen Entspannungszustand hervorrufen. Das gibt's auch so, ne? So Delfintherapie, oder? Dass es möglich ist, Menschen durch Bestrahlung zu beeinflussen, wird heute nicht mehr in Frage gestellt. Wissenschaftliche Studien haben dies allzu häufig bewiesen. Interessant sind hierbei auch folgende Patente. Okay, jetzt wird's deep, Digga. Gedankenübertragung, unterschwellige akustische Manipulation. Ach du Scheiße. Manipulation des Nervensystems durch elektrische Felder. Alles patentiert, Bruder. United States.
Methoden zur Herbeiführung von mentalen, emotionalen und physischen Bewusstseinszuständen. Digga. They doing MK Ultra on us, bro. Every day. Magnetische Fernmanipulation des Nervensystems. Verfahren und Geräte für assoziative Gedächtnis. Für assoziatives Gedächtnis. Unser Gehirn ist im Wesentlichen für zwei physikalisch messbare Frequenzbereiche empfänglich. Es sind zum einen der Mikrowellenbereich, wie er auch für Smartphones benutzt wird, und zum anderen der niederfrequente Elf-Bereich. Elf Frequenzen arbeiten mit sehr tiefen Schwingungen von 1 bis 100 Hertz. Mittels Elfwellen lassen sich Worte, Gedanken oder Bilder ins Unterbewusstsein transportieren. Das ist doch Alpha Waves, ne? Fernsehen-Style. Die somit auch die Gefühle des Menschen beeinflussen können. Bei Einstrahlung entsprechender... Das muss man sich mal bewusst machen, das ist kein Humbug, ne? Ich wusste das mit diesen Patenten, wusste ich nicht. Also das zeigt es nochmal offizieller auf jeden Fall. Aber es war ja vorher mir auch schon bekannt, dass durch Fernsehen, Musik etc. pp. Menschen auch teilweise einfach programmiert werden, weißt du? Es ist einfach so, dass wenn wir da vor der Flimmerkiste sitzen, dass das gewisse Waves in unserem Gehirn auslöst und dass Dinge sofort ins Unterbewusstsein durchgehen, ohne dass wir das überhaupt wahrnehmen bewusst, weißt du? Und dass das eine Auswirkung auf unsere Entscheidungsfindung, auf unser Leben, auf unseren Traum, auf das, was wir tun, jeden Tag hat, so. Und das muss man sich als Mensch halt einfach bewusst machen und sich dann nochmal fragen, ob man sich wirklich den Shit reinziehen möchte, den man sich jeden Tag reinzieht, so. Ohne zu wissen, was das mit dir und deinem Gehirn macht. Und das ist der Grund, warum ich zum Beispiel auch angefangen habe, eigentlich fast nichts mehr in mir reinzuziehen, sondern jede freie Zeit, die ich habe, dafür zu nutzen, in der Natur zu sein. Und wenn ich am Bildschirm sitze, dann selber Dinge produzieren und rauszuhauen, die eine gute Message haben am Ende des Tages oder irgendwas Positives einem Menschen bringen können. Und den Rest der Zeit halt einfach draußen in der Natur verbringen, so. Gar nicht mehr diese ganzen Netflix-Serien und Filme und diese ganze Scheiße reinziehen, weil das macht was mit dir. Frequenzen auf das Gehirn werden ab einer bestimmten Intensität veränderte Hirnwellenmuster erzwungen und die Funktion des Gehirns unterbrochen. Und vor allem kein Fernsehen, Digi. Was zu ernsthaften neurologischen und physischen Störungen führen kann. Die Auswirkungen auf die Gesundheit können gravierend sein, da das menschliche Gehirn und verschiedene andere Organe eben mit elektromagnetischen Wellen im Elf-Bereich arbeiten. Kommen wir wieder zurück zum Wasser. Wie wir bereits wissen, hat der erwachsene Mensch einen Wasseranteil von etwa 70%. Wasser ist ein Informationsträger bzw. Informationsspeicher. Facts. Haben Frequenzen positiver sowie auch negativer Gedanken und Emotionen selbstverständlich Auswirkungen auf unser körperliches Wohlbefinden und unser Immunsystem. So sind auch die Zellen, die Organe und das Gewebe in der Lage, Emotionen zu speichern, welches als zelluläres Gedächtnis bekannt ist. Dasselbe können wir nun auch übertragen auf den Verzehr von Fleischprodukten. Wenn die Tiere von der Massentierhaltung zum Schlachthaus gebracht und... Geil, Digga, guck mal. Da schließt sich der Kreis zum Video vorher, ne? ...mit Gewalt konfrontiert werden. Sehr gut, deine Streams sind auch top, top zur Aufklärung. Bro, man gibt sein Bestes, Digga, man gibt sein Bestes. Erleben sie Emotionen wie Panik und Todesangst. Diese Emotionen werden als negative Energie in ihrem Gewebe gespeichert. Wenn wir uns nun die Statistik der Krebserkrankungen betrachten. So, das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Das ist krass. Also das passt voll geil ineinander, die Videos, auf die wir reagieren heute auf jeden Fall. Liebe geht raus. Das sind halt auch genau meine Themen. Und ich, es ist halt krass, dass wenn du... Ja, die Leute, die ich fühle und feiere, die machen auf ähnliche Sachen aufmerksam, weißt du? Weil ich glaube, am Ende des Tages ist die Wahrheit die Wahrheit. Die ist, kannst du nicht trennen von irgendwas, weißt du? Und jeder, der sich mit Bewusstsein und mit Spiritualität und mit gewissen Dingen, mit den Sachen, die Nikola Tesla auch gesagt hat, mit Frequenzen, Energien, Schwingungen auseinandersetzt, kommt am Ende zum selben Punkt. Könnte unser Fleischkonsum ein Faktor sein oder es könnte ein Zusammenhang bestehen? Warum sich die Zahl der Menschen mit Krebserkrankungen seit den 70er Jahren fast verdoppelt hat. Interessant ist es hierbei zu erwähnen, dass auch die Massentierhaltung erst in Mitte der 70er Jahre seinen Aufschwung fand. Ah, was ein Zufall, Digga. Jeder vierte Todesfall in Deutschland war 2019 durch Krebs bedingt und die Zahl steigt weiter rapide an. Voll traurig, ich schwöre.
Zusätzlich hat mit der Corona-Pandemie zu viele Krebs, Bruder. Krebs ist am Ende des Tages runtergebrochen auf unsere Sprache. Negative Vibes. Aufgestaute negative Energy. So. Und es kommt von vielen Faktoren. Ernährung. Generell die Energy überhaupt in dem Land oder in der Umgebung, in der du stattfindest. So. Alles Schlechte, wenn alle schlecht drauf sind und jeder negativ drauf ist und alles negativ um dich herum ist, so, dann ist die Chance, dass du Krebs entwickelst, extrem groß, Bro. So. Deswegen fang an, du brauchst Licht, Liebe, positive Energy, positive Vibes, damit kannst du alles heilen. Alles. 2020 die existenzielle Bedrohung und die Angst bei Menschen stark zugenommen. Sowohl beim Impfbefürworter und der Angst vor dem Virus, gleichermaßen wie beim Impfgegner und der Angst vor der Impfung. Die Folgen. Macht Sinn. Auswirkungen allein aus dem psychologischen Aspekt bleiben diesbezüglich weiter abzusehen. Wir müssen akzeptieren, dass die Existenz viel größer ist, als dass der Mensch es mit seinem Intellekt erfassen kann. Da das menschliche Gehirn in seiner Kapazität an seine natürlichen Grenzen stößt und weiterhin stoßen wird. Die Existenz ist keine Mathematik und ist sie auch nicht in den Griff zu bekommen, wie die Liebe, die sich jeglicher Logik und Vernunft entzieht. Die tiefen Meere auf unserer Erde machen 3/5 der Erdoberfläche aus, jedoch bleiben sie weitestgehend unerforscht. Wir wissen mehr über die Krater des Mondes als über unsere Erde und verglichen damit wissen wir über unser Dasein noch weniger. Bruder, ich fühle den Typen heftig, ja? Sag ich dir ehrlich. Ich fühle den Typen. Diese 9 Minuten, Cousin, Alter, ich will, dass der durch mich noch mehr Follower kriegt, so. Der hat's verdient. Wir müssen uns bewusst sein, dass allein in diesem Moment, im Hier und Jetzt, viel mehr um uns herum passiert, als wir tatsächlich wahrnehmen können. Nun, was verbirgt sich jenseits der Frequenzbereiche, die für uns nicht sichtbar und hörbar sind und die das Gehirn nicht verarbeiten kann und es uns somit offensichtlich verborgen bleibt? Bester Mann, Digga. Ende war krass auch, ne, mit Interstellar-Musik und so. Hat nochmal Vibes gegeben auf jeden Fall. Cousins, Cousinen, ich verlinke den Kanal unten. Ich verlinke den Bruder auch unten. Lasst auf jeden Fall ein bisschen Liebe da. So. Ich hoffe, der hat schon ein bisschen Aufmerksamkeit durch uns bekommen. So. Weil wir haben echt auf ein paar Videos von ihm reagiert, die auch richtig gut angekommen sind. Und ja, Mann, Alter, ich will auf jeden Fall die Liebe dann auch weiter verbreiten, so, weißt du? Bester Mann, mach auf jeden Fall weiter, lass dich nicht unterkriegen. Der Bruder war auch ein paar Mal im Chat bei uns am Start und ich hoffe, dass er auch weiter durchzieht. Auch wenn es halt manchmal, ich kenne das selber, wenn es so, der ist jetzt seit 2 Jahren am Start und hat ungefähr die eine ähnliche Reichweite die ganze Zeit. Ich kenne das selber, wie das ist, aber du solltest einfach weitermachen, Bro. Du hast Potenzial und ich glaube, es wird immer besser werden, umso mehr du machst. Und deswegen zieh durch, gib Gas. Yes, Freunde, schreibt mir eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Video. Haut da rein. Peace out. Gang.